Hey Champ, dein Nico hier und in diesem Video erfährst du 10 Anzeichen, ob du das Zeug hast, um tatsächlich Fußballprofi zu werden. Okay Champ, legen wir los. In diesem Video, wie gesagt, erfährst du diverse Anzeichen, die dafür sprechen, ob du es tatsächlich schaffen kannst zum Fußballprofi, ob du das Zeug dazu hast, okay? Vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, nachts im Bett gelegen, warst du nicht ganz sicher, kann ich es erreichen, bin ich wirklich dazu gemacht? Und dieses Video wird viel Klarheit genau in diese Frage reinbringen, weil es gibt gewisse Parallelen, die einfach quasi praktisch alle Fußballer immer wieder aufweisen, die es geschafft haben in dem Profibereich und sich dann dort auch etabliert haben, okay? Und das werde ich dir jetzt Schritt für Schritt mal aufzeichnen, hier auf der Tafel, was da so gewisse Korrelationen, also gewisse Gemeinsamkeiten sind. Ganz, ganz wichtig. Etwas ist hier, das ist deine Lernkurve. Wie schnell lernst du gewisse Dinge? Zum Beispiel, wie schnell verbesserst du deinen linken Fuß? Wenn er noch nicht gut ist. Deine Lernkurve, okay? Es ist sehr entscheidend, wie die aussieht. Geht sie so? Geht sie so? Oder geht sie so? Alles mögliche Arten, wie sich Spieler weiterentwickeln, wie sie gewisse Dinge umsetzen, wie schnell, dass sie das können. Das hier ist der Faktor Zeit und hier ist dein Level. Bei diesem Spieler, beim C, der braucht viel länger Zeit, um hier auf dieses Level zu kommen. Dieser Spieler, A, braucht fast keine Zeit, um hier auf dieses Level zu kommen. In gewissen Kompetenzen, in gewissen Fähigkeiten. Okay? Ob das Abschluss ist, Passspiel, irgendwelche Skills, Tricks, was weiß ich, alles. Aber da gibt es schon eine Gemeinsamkeit, dass einfach die, die es schaffen, eine extrem schnelle Lernkurve haben. Dass die Dinge, die sie mal sich aneignen sollen, dass sie das relativ schnell machen. Das ist ein wichtiges Anzeichen. Bei vielen ist auch einfach der Fall, hier Fußball, 4 Säulen, was wichtig ist, okay, was du im Fuß kannst, taktisch, wie gut ist dort dein Verständnis, wie gut bist du physisch, wie schnell etc. Und wie gut bist du im Kopf. Viele haben auch einfach keine gute Lernkurve oder können das dann nicht umsetzen in den Partien, dass man denkt, ey, was läuft denn mit denen, der ist ja eigentlich viel besser, weil sie einfach hier mental nicht wirklich auf dem Level sind, okay? Weil sie hier nicht wirklich stark sind. Das ist auch etwas, was wir beobachten, dass sich da viele Spieler durch irgendwelche Ängste, nicht so wirkliches Selbstvertrauen, dass sich diese Lernkurve einfach gegen hinten bewegt. Weil sie sich gar nicht richtig trauen, gewisse Dinge umzusetzen, weil sie zu nervös sind und dann immer wieder verkacken, aber auf dem Bolzplatz, wenn sie keinen Druck haben, dann ist diese Lernkurve so. Okay? Also gewissermaßen ist auch wichtig, sowieso mit Druck umgehen zu können. Wenn du den Sprung schaffen möchtest, dann warten viele Zuschauer auf dich, mit Druck umgehen können. Okay? Wenn du jetzt schon nervös bist, vor ein paar Zuschauern, wo du auftrittst momentan, dann musst du unbedingt an dem arbeiten. Also, eine krasse Mentalität, eine starke mentale Verfassung ist zwingend notwendig. Und wenn du diese gewissermaßen schon mitbringst, ist es natürlich gut, auch ein Anzeichen, dass du es schaffen kannst. Aber die kannst du dir auch antrainieren, okay? Hier gibt es nicht so eine Lernkurve oder so, die ist bei jedem ungefähr gleich. Wichtig. Eine Mentalität, die kannst du aufbauen, das kann sich jeder aufbauen. Und was auch so ein typisches Anzeichen ist, ist eine Gewinnermentalität, okay? Bei vielen Profis, die es tatsächlich geschafft haben, die haben eine brutale Gewinnermentalität. Punkt 1, die hassen es wirklich zu verlieren. Die hassen es zu verlieren. Gibt nichts Schlimmeres und die lieben es zu gewinnen. Diese zwei Dinge.
Diese zwei Dinge ist bei vielen Profis extrem krass ausgeprägt. Okay? Und egal welches Spiel, das sie spielen, die wollen einfach gewinnen. Die können nicht verlieren. Und das weiß ich übrigens auch aus gewissen Quellen, dass Scouts extrem auf das achten. Wie ist die Gewinnermentalität? Wenn jetzt ein Spiel verloren geht, hüpfst du da frisch, fröhlich vom Feld und ist ja scheißegal. Wenn du gut warst so im Spiel und dir ist das egal und der Scout sieht das, wirst du gestrichen von der Liste. Das, Gewinnermentalität, muss erkennbar sein. Und wenn du die nicht hast, sollst du die entwickeln. Genau. Das ist ein brutales Anzeichen, was sehr, sehr wichtig ist, um eben überhaupt Profi werden zu können. Ein weiteres Anzeichen, was viele Profis einfach aufweisen, ist, dass sie sich von der Konkurrenz, sagen wir es mal so, abheben. In gewissen Dingen. Sie sind herausgestochen, sie sind aufgefallen. Und auch das solltest du tun, wenn du den Sprung wirklich schaffen möchtest. Auffallen, herausstechen, okay? Ganz wichtig. Weil, das musst du verstehen, im Fußball, Profibereich, ist die Luft oben, die es tatsächlich schaffen und da viel Geld verdienen, vor Tausenden von Zuschauerspielen etc. Das ist extrem dünn, diese Luft, okay? Das sind 0,00 irgendetwas Prozent. Sag jetzt einfach mal 0,01%. Wahrscheinlich ist das noch zu hoch, die tatsächlich dann einen Sprung schaffen, okay? Wenn du nicht herausstichst, alles gut kannst, aber nichts wirklich krass, dann wirst du irgendwo hier landen, okay? Das ist dann vielleicht die Oberliga. Du kannst alles gut, aber du hast nicht so diese paar Dinge, die du brutal gut kannst. Wichtig zu wissen. Also du musst gewisse Dinge haben, wo du dich einfach abhebst von anderen. Erkennungsmerkmale, weil die Luft hier oben ist einfach sehr, sehr dünn, okay? Hier eine Voraussetzung, wirklich eine Voraussetzung, ein Anzeichen, dass du es hier oben schaffen kannst, ist brutaler Arbeitswille, ein brutales Verlangen, dich zu perfektionieren, fußballerisch. Wenn du schon mit 80% zufrieden bist, und sagst, ja, ich kann ja nicht gut, aber reicht mir so, dann wirst du irgendwo hier landen. Wahrscheinlich nicht mal, irgendwo hier unten, okay? Dann spielst du irgendwo Landesliga, was weiß ich. Aber das ist kein Profi-Mindset. Ein Profi ist erst zufrieden, wenn er Perfektion erreicht hat in den Dingen, die ihn halt auszeichnen. Ganz, ganz wichtig. Und das ist auch eine Voraussetzung. Das ist ein Anzeichen. Wenn du zu früh zufrieden bist, dich immer mit Durchschnitt zufrieden gibst, keine Chance. Okay? Keine Chance. Das ist Voraussetzung und dafür braucht es einfach einen brutalen Arbeitswillen, brutale Disziplin. Das kannst du auch alles entwickeln. Das kann sich entwickeln, wenn das noch nicht 100% ausgeprägt ist. Wenn dich das auch interessiert, wenn das jetzt du gemerkt hast in gewissen Dingen, wie Umgang mit Druck, ich bin noch nicht so der brutale Gewinnertyp, habe vielleicht noch nicht so Selbstvertrauen, Disziplin könnte auch ein bisschen mehr sein, unten in die Videobeschreibung und mal anschauen, wie wir mit den Spielern zusammenarbeiten. Weil das ist genau unsere Aufgabe, die wir tagtäglich machen. Das herauszuarbeiten, diese Dinge zu stärken, diese Faktoren. Okay, und vieles entscheidet sich einfach mal im Kopf. Klar, die drei anderen Säulen, was du in den Füßen kannst, wie gut du taktisch das Verständnis hast, etc., wie schnell du bist und so, das ist harte Arbeit, tagtägliches Trainieren. Gute Trainingspläne umsetzen, sehr wichtig. Diesen Bereich unterschätzen viele, den mentalen, aber hier Gewinnermentalität. Durchhalten, Wille haben, mit Rückschlägen umzugehen, das ist auch noch so brutal wichtig. Es wird nicht immer so raufgehen, es wird nicht immer die Sonne scheinen. Manchmal wird es runtergehen. Hier ist die Frage, zerbrichst du an dem oder lernst du zwei, drei Dinge, die extrem wichtig sind, die dich danach höher bringen, als du vorher warst. Das ist auch ein Anzeichen. Weiteres Anzeichen ist
geduldig zu sein, okay? Du wirst es nicht von heute auf morgen schaffen. Du musst wirklich über Jahre hart trainieren, geduldig sein, auf deine Chancen warten und dann auch deine Chancen nutzen. Du wirst nicht 1000 Chancen kriegen, vereinzelt, und diese dann tatsächlich nutzen zu können. Also wenn du Chancen hast, dann auch an diesem Tag X, wo die Chance kommt, zu performen, Bestleistung abzuliefern. Ist auch so ein Anzeichen. Wenn du das schon mitbringst, gut, wenn noch nicht, daran arbeiten. Genau. Und wenn du daran arbeiten möchtest, unten Videobeschreibung, genau. Und schau dir unsere Methode an. Das sind brutal wichtige Anzeichen, ob du das Zeug hast, Fußballprofi zu werden, oder ob es einfach so ein Traum ist, aber es relativ unrealistisch ist. An diesen Dingen kannst du dich momentan mal messen. Wenn deine Lernkurve brutal ist, du diese Dinge mitbringst, dann sieht es ordentlich aus. Kannst du auch mal unten in die Kommentare reinschreiben. Wie siehst du dich? Wie bist du hier ausgeprägt? Was ist schon brutal? Wo denkst du, hast du noch Potenzial nach oben? Und wenn da die Antwort kommt, ich bin schon überall krass, aber du bist noch nicht Profi, dann musst du dich hinterfragen, okay? Also ein Profi ist auch ständig bereit, sich zu verbessern, kleine Prozente noch zu feilen. Wenn er schon brutal ist, einfach noch brutaler zu werden. Wenn du jetzt hier mit 80 zufrieden bist und sagst, ist alles okay, hast den Sprung aber noch nicht gemacht, dann hast du auch ein Problem, okay? Dann hast du nicht das Profi-Mindset. Keine Profi-Mentalität. Gut, darum ehrlich in die Kommentare schreiben unbedingt. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere diesen Kanal, wenn du weitere solche Videos sehen möchtest, wenn sie dich weiterbringen, unbedingt ein Abo da lassen. Und du weißt, ein wahrer Champion, der entsteht im Kopf.